Hallihallo, ihr Lieben. Ja, diesmal melde ich mich mal aus meiner Küche. Und zwar habe ich entschieden, Waffeln zu backen. Hase, magst du mir mal das Gitter rüber tun? Bei, ups. Ja, glaube ich das denn? Jetzt will ich euch zeigen, wie es funktioniert. Und jetzt wollen sie nicht raus. Machst du die noch auseinander? Ja. Also, mein Hase ist da. Ich habe einen super leckeren Assistenten. Assistenten, Ja. ja, mein Hase. Und aber auch einen super geilen Teig gefunden für diese belgischen Waffeln. Also, ich mache immer so, ja, mit Föhnen und Kelle ist das jetzt nicht gerade so dolle. Schlabber, schlibber. Eine Kelle voll in mein Waffeleisen von, also auf jeder Seite. Und dann hat es hier oben halt eine Temperatur. Und wenn es dann auf grün geht, ja, dann ist es fertig. Und dazu gibt es yam, 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 frische Erdbeeren. Die habe ich schon gewaschen und leicht gezuckert. Ja, und dann gibt es noch ein Eis da drauf. Also. Wir versüßen uns mit Corona trotzdem unsere Ostertage. Ich wünsche euch was, habt viel Spaß, eure Biggi. Ach ja, und das Rezept verlinke ich euch auch natürlich unten in der Infobox. Bis dann, ciao, ciao.